Gothic 1 Remake. Meinst du, es wird so gut wie damals Gothic 1? Oh ja. Hast du nicht die Demo gesehen von der Gamescom? Nee, hab ich nicht gesehen. Das ist richtig. Also diese, gibt's, vielleicht kriegt man die sogar noch spielbar für alle. Muss man bei Hand of Blood gucken, da die gespielt. Die ist eigentlich, also sieht gut aus. Von den Quests siehst du natürlich noch gar nichts. Ne? Mhm. Die Überarbeitung ist, also es ist halt noch so, wie es war, wie das alte Gothic 1 war, so von dem Setting her, von der, aber halt komplett überarbeitet. Ne? Mhm. Kann man mittlerweile auch die Maus benutzen. Ja, weiß ich gar nicht. War das bei Gothic 1 noch so ein Thema? Ja, du hast, es gab bei Gothic 1 gab es noch keine Maus. Echt? Ja, ich habe das tatsächlich mal wieder gespielt irgendwann und war total verwundert, dass du dich nur mit den Pfeiltasten bewegst, du dich halt hin und her und bewegst quasi ja, die Kamera. War das damals jetzt auch? Oder ich weiß ja nicht, ich habe das Gothic 1 irgendwie verpasst. Ich weiß nicht warum, aber. Gothic 1 habe ich damals mit dem Floris zusammen gespielt. Da hatte sich sein Vater damals gerade ganz neu einen Rechner gekauft. Und der hatte gerade Windows XP drauf. 2000 oder 2001 oder irgendwie so in dem Dreh war das. Da haben wir Gothic gespielt. Da war er wahrscheinlich noch viel zu jung für das Spiel, aber. Scheiß Mikroruckler hier. Muss jetzt mal wieder in die Steuerung reinkommen. Schon wieder viel zu lange nicht gespielt. Nicht richtig. Ah, Kiste kaufen, oder? Ja. Kann ich mich gar nicht mehr dran erinnern. War das echt noch ein Game, was du mit Maus gespielt hast? Ja, ich hab das, als ich das irgendwann mal wieder installiert habe, habe ich das gesehen, dass du da keine Maus hast. Das hat mich völlig aus der Bahn geworfen. Ja, das glaubst du. Das wäre der Hammer, Alter. Das ist ja mal so richtig. Ja, ist halt so richtig oldschool. Ja. Ich kauf mal eine Kiste, ne? Mhm, mach das. Das, also die Maus ist mittlerweile drin, denke ich mal. Alter, was mache ich denn hier? Geht's mir raus. Ja, aber waren nicht auch die alten Tomb Raider waren doch auch ohne Maussteuerung? Das hast du auch nur mit Tastatur gespielt. Ja, ich nicht mehr. Doch, also Tomb Raider 1 und 2 bin ich mir ziemlich sicher, dass das auch nur mit Maus, nur mit Tastatur war. Immer mit den Pfeiltasten umgeguckt hast oder so? Ja, genau, du hast dich mit den Pfeiltasten umgedreht. Genau, und du hattest. Finden, ob da überhaupt noch was ist. Ja, es gab so eine Taste, wo du direkt über die Schulter gucken konntest, quasi. Also direkt nach hinten. Bei irgendeinem Tomb Raider-Teil war das. Ja, stimmt. Du hast nicht von Anfang an Maus für die Kamera gehabt. Das war am Anfang, war das. Du konntest auch nicht dieses seitlich laufen. Das gab's nicht in den Spielen. Bis am Anfang hast du deinen Charakter immer gedreht und bist nach vorne gelaufen. Okay. Du musstest, ich glaube, du konntest mit. Bei irgendeinem Tomb Raider konntest du dann seitlich laufen. Da musstest du aber noch eine Taste dazu drücken. Zur Pfeiltaste. Gekauft, ne? Wie viel hast du gekauft? Ich weiß nicht, wie viel lagerten die ein bei der Schiffsbauerin? Oh, wir sind 30 gelandet. Gut, dann ist das so 30. Für absurd großes Geld. Was hast du bezahlt dafür? 3.800. Na gut, ich habe den Kahn aber auch erstmal restauriert für 3.000. Ja, aber es ist ein ganzes Schiff, Robert. Ein ganzes Schiff restauriert und wieder auf Vordermann gebracht. Die lässt so 30 Kugeln rüberrutschen und. Der Stahl ist teuer. Gesundheit. Der wie Björn sagt Gesundheit. Ich glaube, der hat es gar nicht gehört. Ja, da. Ich weiß ich gar nicht mehr. Ich glaube, wir haben immer nur Gothic 2 gespielt. Ich weiß noch, da waren wir mal beim Luti und da hat er die ganze Nacht Gothic 2 gezockt und hat das dann irgendwie in einer Nacht mit einer Dings durchgezockt. Da waren wir mal bei so einer LAN-Party bei ihm. Ja. Das ist die Suchtlette. Also so. War das Gothic 2, aber ohne Nacht des Raben, glaube ich. Ja, nee, das war da gerade erst rausgekommen. Das weiß ich, das war wirklich da erst die Woche oder so. Das war nicht lange her. Und da hat er sich total festgesucht. Ja. Ich weiß nur, dass wir mal bei mir, da habe ich noch nicht unten im Keller gewohnt, da stand nur der Rechner unten. Und da haben wir mal Silver die ganze Nacht durchgezockt. Oh ja, das
das ist auch ein geiles Game. Das habe ich sogar auch jetzt hier auf dem Dings, auf dem, ich weiß gar nicht, wo das drauf ist, auf dem GOG-Account oder so. Das gibt es, glaube ich, auch auf Steam mittlerweile. Ja. Oder es ist sogar hier auf Steam. Und aber irgendwie habe ich einen Plotstopper-Bug. Irgendwie komme ich da nicht weiter. Da gab es auch irgendwie Probleme immer mit da, wenn du da in so eine gewisse Dings gegangen bist. Also ich weiß nur, dass wir damals, wir haben dann irgendwie quasi in Schichten gezockt, weil wir das in der einen Nacht, wo ihr bei mir gepennt habt, durchzocken wollten. Ja, das war der absolute Hammer, das Game. Ey. Das hast du auch wieder, da gab es auch nur diesen einen Teil, ne? Da hast du nie wieder irgendwas gekriegt davon, oder? Also ich wüsste nicht, dass da nochmal irgendwie was Neues kam. Wie schade, war ein gutes Game, ehrlich gesagt. Ja. Alter, du sammelst noch Loot, oder was? Also, da kann ich mich echt nicht mehr daran erinnern, dass wir... Ich wüsste auch gar nicht, dass ich irgendwie zur damaligen Zeit, als Gothic 1 erschienen ist, irgendwas irgendwo mal gesehen habe, dass das, weißt du? Also, dass wir das irgendwo gezockten oder so. Also bei dir definitiv... Nee, ich hatte es nicht. Der Florus hatte das. Ich weiß noch, dass wir... Ich damals auf der Realschule war exzessiv hier dieses Need for Speed. Das war so die Zeit, glaube ich, gezockt haben. Das war auch... Also, wir müssen dann übrigens mal von der Insel hier weg. Ich habe hier immer zu Mikroruckler. Also entweder liegt das an der Insel oder an dem Server. Also Ping und FPS sind gut. Ich habe 100, irgendwas, 105. Da drüben ist eine Skelettschaluppe. Komm ran. Die nehmen wir mit. Warte, ich gucke nochmal kurz hier oben. Ja, die guten Kanonenkugeln gibt es bis hier oben irgendwo, habe ich mal gehört. Ist das so? Keine Ahnung. Soll ich schon mal hinterherfahren hinter der Skelettschaluppe? Nein, ich habe doch die Kiste in der Hand. Achso, stimmt, ja, geht ja nicht. Noch auch gleich da. Du kannst schon mal Segel runterlassen, die Handbremse angezogen und zu so einem Kavaliersstart machen können. Das geht aber in die falsche Richtung. Aber wir können auch das Ruder schon voll einschlagen. Okay. Also da... Aber da habe ich echt Bock drauf, auf Gothic 1, echt, also... Also, hast du das damals gar nicht gespielt? Ich habe es gar nicht gespielt. Nee, überhaupt nicht. Echt? Wir haben das so oft durchgespielt. Also, nee, wir haben es nicht oft durchgespielt. Wir haben es oft angefangen. Wir haben es, glaube ich, zweimal durchgespielt. Ja, zweimal haben wir es durchgespielt. Und aber, ich weiß nicht, gefühlt 100-mal angefangen. Ich bin mir absolut sicher, dass ich das nie gespielt habe zur damaligen Zeit. Das kann schon sein. Ich habe Gothic 2 exzessiv gespielt. Aber... Ja. Ich habe keinerlei Erinnerungen an Gothic 1, ne? Also dementsprechend denke ich mal, wieder nicht gezockt. Keine Ahnung. Ja, das heißt, du hast das alles nicht. Du hast aber dann, da kannst du ja die ganzen Charaktere in Gothic 2 gar nicht. Ja. Du musstest sie ja alle erst kennenlernen. Man arbeitet sich dann halt so ein. Ja, ja, schon, aber. Da rechts war übrigens ein Spielerschiff im Hafen. Oh. Weiß nicht. In dem Hafen halt Richtung Nordosten. Guckst du. Ach, da. Ich weiß aber nicht, vielleicht haben die jetzt ausgelockt. Naja. Ist doch egal, was die machen. Aber da vorne kommt jetzt die Skelettschaluppe auf uns zu. Ja. Ah, jetzt hat sie weggedreht. Alter, ich hab hier aber auch so Ruckler. Ja, so ganz kurz. Aber richtig heftig, so von 100 FPS runter auf 70, ne? Okay. Hat ich hab's gerade nicht. Auch, ja? Ja, jetzt gerade eben hatte ich auch so einen Ruckler. Ja, aber wenn wir das beide gleichzeitig haben, dann ist das definitiv ein Serverproblem. Hier wieder falsch, ne? Was machen wir wieder falsch? Das Segel ist doch jetzt hier mit, wenn der Wind von vorne kommt, musst du doch das Segel so komisch stellen hier. Zeitlich? Ja, kann ja schon sein. So wie es eigentlich sein sollte. Ja, normalerweise würdest du das Segel ganz runternehmen, denn das macht ja gar keinen Sinn. Du müsstest dann halt kreuzen. Ja. Aber so, wenn du dagegen fährst, macht es ja gar keinen Sinn, Segel zu haben. Doch, wenn du rückwärts fahren willst. Ja. Genau. Machen wir einen Rückwärtsgang rein. Warten, bis der Wind sich dreht. Wir können jetzt rückwärts fahren. Da sind irgendwelche Geister rechts auf der Insel. Was machst denn du? Ich will mir einen ranholen, aber es geht leider wieder nicht.
Guck mal lieber, dass du da drüben das Schiff gleich versenkst. Wir müssen halt auch mal mit der Harpune ein bisschen mehr arbeiten, Robert. Und dann? Keine Ahnung. Oh. Hatten die ein Sprengfass an Bord, oder was? Das wusste ich aber nicht. Was war das? Dingsbumskugel. Ja. Geisterkugel, der hat schon wieder eine geladen. Ich hab mal weggeschossen. Sehr gut. Ach, die haben unsere Fässer geblockt. Das war's doch schon. Ja, ist er schon weg? Ja. Guck mal unten, ob wir irgendwie einen Treffer haben. War bestimmt. Nee. Was nicht? Nee. Oh, kann man die Kugel noch bergen? Ja, nee. Weiß ich nicht. Du kannst probieren, aber. Ich weiß es nicht. Du musst gucken, dass sich das Schiff nicht mit runterreißt, ne? Ja, jetzt ist es despawned. Oder haben die das gefixt, dass man nicht mehr mit runtergerissen wird in die Tiefe? Naja gut, wenn du dich festhängst, glaube ich, ist das immer noch so. Hm. Ja, wenn du unter Deck bist, auf jeden Fall, ja. Aber es war auch mal eine Zeit lang, wenn du an Oberdeck standest, dass es dich dann mit weggezogen hat. Was machen wir denn überhaupt heute? Na, jetzt haben wir erstmal ein Skelettschiff platt gemacht. Ja. Und warten auf das Loot. Nur auf der kleinen Insel die Geister wegmachen. Ja. Also wir machen einfach mal einen entspannten. Wir haben gar keine Flagge angenommen. Stimmt, da müssen wir nochmal zurück. Ja. Unsere. Oder vorne ist gerade ein roter Wirbel gespawnt, direkt voraus. Ja, das ist natürlich geil, da brauchen wir aber mehr Kanonenkugeln, also müssen wir einen Seeform haben. Das ist auch die Frage, ob wir alleine auf dem Server sind und... Das spielt doch gar keine Rolle, Robert. Wir waren neulich noch unterwegs und haben diesen Riesenkahn da. Der überhaupt noch da, nö, ne? Weiß ich nicht. Ist nicht noch Season 13? Sieht nicht so aus. Oder war dieser riesige Wirbel der Rote nicht irgendwie? Aber das sieht mir eher wie ein Aschenlord aus, oder? Ja, das wird so ein Aschenlord sein. Guck mal, hier links ist übrigens auch eine Insel, wo wir einfach eine Flagge annehmen können. Ja, die andere Frage ist, wo ist der Loot? Ja, stimmt, ist gar kein Loot gekommen. Hä, will mich das Ding verarschen? Das ist ja... Da kommt auch nichts. Das ist ja wohl lächerlich. Wer ist der Loot? Kommt nix, du. Okay, na dann fahren wir halt Flagge annehmen. Gut, nach links fahren. Hey, aber das ist doch lächerlich, oder? Dass jetzt hier kein Loot hochkommt? Naja, du weißt doch, wenn sie schon wieder zwei Patches nacheinander schieben müssen, da weißt du. Naja, da ist schon wieder irgendwas verbuggt, ja. Ach man. Erst testen, dann raushauen und nicht immer umgekehrt. Sagst du es einfach. Ich glaub's gar nicht, was das für ein Riesenakt ist mit dem Testen. Tja. Ja, hier dürft's eigentlich nicht so komplex sein, oder? Du kriegst doch genügend Leute, die das hier durchspielen. Ach, du meinst mit richtigen Menschen testen? Ja, klar. Nicht automatisierte Tests. Naja, bei euch nicht, aber... Bei den Spieleentwicklern, die haben doch, hier gibt's doch genug Suchtblätten, die du dafür. Naja, wahrscheinlich. Einspannen kannst. Bei uns ist halt manuelles Testen ist immer sauteuer. Ja, das glaube ich. Schwimmt doch was im Wasser. Kleines Beiboot, hä? Wir haben auch kein nix dabei. Ja, dann können wir das ja nehmen. Leuchtet irgendwie ganz komisch. Ist auch kaputt. Naja, hat auch nur ein Lichtchen dran. Ja. Na gut, dann. Wollen wir mal anhalten? Ich hab. Kommt's irgendwie gar nicht ran. Oh, ein Dolch steckt. Oder kann man jetzt nur noch Loot kriegen, wenn man auch für irgendeine Fraktion fährt? Nee. Das wäre das Dümmste, was geht. Na, wollen wir vielleicht einfach mal, wenn du das Boot jetzt rangehängt hast und wir die Flagge angenommen haben, wollen wir dann einfach mal so einen See vormachen? Einfach
Vielleicht ist ja der Server tatsächlich. Ja, vielleicht ist der Server tatsächlich hier irgendwie. Buggy? Ja. Lass nochmal kurz hier die Kanonenkugeln mitnehmen in den Dingsbumsfässern. Ja. Ich würde jetzt einfach mal so ein Athena-Ding auf den Tisch schauen, oder? Ja. Haben wir ja noch nichts. Raubzug. Ja, ist schon wieder komisch, ehrlich gesagt. Also, das hatten wir ja schon so oft, dass. Haben wir eigentlich schon mal einen Überfall auf ein Skelettlager gemacht? Für Athenes Segen? Was ist denn ein Überfall auf ein Skelettlager? Richte die Konstellation aus und besiege Wellen aus Obsidian-Skeletten, um die Beute aus dem Tempel zu erhalten. Keine Ahnung. Das ist doch wollen wir das, mal ausprobieren? Was du hier auf den. Ja, können wir mal machen. Das ist aber das, was du hier auf diesen Dingsbums-Inseln machst da. Ja, das mit diesen Sternbildern. Oh, scheiße. Aber das scheint es jetzt für Athenes Segen zu geben, als Raubzug. Ja, das können wir mal machen. Gleich wieder an Bord. Den ganzen Müll hier rausschmeißen. Alter, dass der immer die ganze Kiste mit irgendeinem Müll zumüllt. Wir waren übrigens letztes Wochenende im Legoland. In Dänemark, oder? Nee, in Deutschland. Ja. Und? Ja, war sehr cool. War so ein bisschen nostalgisch, das Ganze. Die alten Lego-Sets zu unserer Zeit, oder? Ja, so richtig. Es gibt ja jetzt viel, das ist ja dieses Lego Friends oder diese Größe. Die Lego-Figuren sind ja jetzt größer als damals. Ja, keine Ahnung. Aber es gibt natürlich auch noch die alten, die kleinen Lego-Figuren. Ja, aber haben die da unsere Sets nicht aufgebaut irgendwie? Nee, die alten Sets gibt's doch auch gar nicht mehr zu kaufen. Ach, die haben nur das, was jetzt gerade so aktuell ist. Ja, also du hast halt, natürlich hast du halt diese alten Bereiche, sag ich mal, ne? Also hier mit dem das Mittelalterliche und dann hast du. Das mit Pharao, Indiana Jones und so. Ja. Das gibt's schon als Bereiche da im Legoland. Und dann, ne, Lego City und Lego Technik und alles Mögliche. Mhm. War auf jeden Fall sehr cool. Den Kindern hat's auch viel Spaß gemacht. Wir haben auch da gepennt. Also wir hatten da ein Zimmer im Legoland. Mhm. Warst du schon mal im Legoland? Nee. Also früher mal? Ja, früher mal mit meinen Eltern. Also, da war meine Schwester gerade noch relativ klein. Ich weiß gar nicht, da war ich vielleicht 10 oder so. Legoland glaube ich nicht, dass wir da waren, ne. Also wir waren damals in Dänemark. Ja, wo war denn der? Wo ist denn das jetzt mittlerweile? Bei... was? Hello. Nee, nicht... Das ist in Deutschland, meint er, Steffi. Ulm ist es. Ulm. Ich habe auch gesehen, da sind tatsächlich auch Leute angereist. War so eine Gruppe von Erwachsenen einfach. Das fahren nicht nur Familien mit Kindern dahin. Ja, gab's doch schon, gibt's doch schon 100 Jahre. Ja. Ich find's halt jetzt nur mittlerweile scheiße. Ja, was sie produzieren vielleicht nicht. Sie machen ja jetzt viel so für Erwachsene, ne? Aber der Preis ist ja einfach absolut aus dem Ruder, ey. Also. Oh. Na, du hast halt nicht mehr diese Komplett-Sets, sag ich mal. Das, was du früher mal hattest, ne? So eine komplette Ritterburg oder so. Das gibt's halt nicht mehr. Es gibt halt jetzt irgendwie so Teile von der Burg. Da hast du halt so eine Mauer, da kannst du dann halt da spielen. Aber. Ja, aber ist doch scheiße. Wir hatten früher eine ganze Ritterburg. Was? Genauso wie bei Computerspielen eigentlich eine Rückentwicklung, wenn du so ein bisschen drüber nachdenkst. Ja, es ist halt auch alles teuer geworden. Ja, gut. Also, es ist genau so ein Ding hier, Robert. Ja, das ist ein Ding. Ja, aber dann nehmen wir das halt mal mit. Dann machen wir das halt mal für Athens Segen. Haben wir jetzt gerade fast ein Level gemacht, nur weil wir hier hingetaucht sind? Ja, ja, ja. Das ist für ein Quatsch.
Wir hatten ja gerade erst angenommen, wir haben ja nichts gemacht. Ja, ja, das Skelettschiff haben wir ja auch vorher besiegt. So, kriegen wir die Kiste zum Stehen. Was denn jetzt? Bist denn du? Bin rausgeflogen. Ich wollte gerade sagen, du standst eben noch am Verbindung Steuer. Zum Server wurde unterbrochen. Bitte überprüfe deine Verbindung. Vielleicht habe ich kein. Vielleicht habe ich kein Internet mehr. Das kann ja nicht sein, sonst wären wir ja nicht mehr im Thema. Ja, ich weiß. Da ist auch gleich so eine Figur unter Wasser. So eine... Ja, schon wieder. Den Kahn mal ordnungsgemäß angelandet. Perfekt. Was ist eine blaue? Die könnte ich. Und was habe ich denn hier? Alter Hammer. Was denn? Absoluter Hammer mit den Wurfmessern. Ach, da haben sie irgendwie am Balancing rumgeschraubt, habe ich gelesen. Was haben sie denn gemacht? Am Balancing rumgeschraubt bei den Wurfmessern. Was auch immer das heißt. Die haben das OP-haft da rausgenommen. Haben sie das, oder was? Die waren eigentlich richtig. Ja, aber jetzt sind sie nicht mehr OP, oder was? Keine Ahnung, ich habe ja jetzt, also ich habe jetzt diese Figur da, es war zwar nur eine blaue, wirklich denn die Waffe? Achso, ich habe den und das, okay. Ich ging jetzt mit dem Ding gang kaputt, also. Ja, dann lass uns runtergehen, oder? Wollen wir eine Kiste mitnehmen? Eine Lagerkiste, oder brauchen wir keine? Doch, ich würde sie mitnehmen, weil da war ja immer irgendwie, auch Kanonenkugel. Gerade hier gesehen, hier vorne ist ein Sprengfass. Ja, hab's auch gesehen. Aber unten sind auch welche. Nimm du mal das Dings mit, dann nehme ich das Sprengfass mit, damit es hier oben weg ist vom Schiff. Nicht, dass einer hier auf die Idee kommt, das Schiff in die Luft zu jagen. Hinten ist auch noch ein Beiboot, ist aber nur. Da kommt ein Zweimaster. Auf uns zugefahren. Okay. Wollen wir trotzdem runtergehen? Ja, vielleicht nochmal kurz abwarten. Was steht denn da für einer am Strand hier? So, hier hinten ist ein Beiboot, der ist sogar noch durch drin, ne? Das weiß. Muss man bei Gelegenheit noch mitnehmen. Die Wurfmesser kann ich nicht wieder aufnehmen, wenn ich einen getroffen habe, oder? Doch. Nee, wenn du getroffen hast, nicht, aber wenn du vorbei. Ich daneben geworfen habe. Wo sind der Zweimaster? Mein Kompass. Alter. Er hat jetzt weggedreht. Er hat jetzt weg. Ja, ich trotzdem mal gerne mal. Ach, Richtung Norden direkt. Hallo, Kompass. Oh, hier sind nochmal 19 Kanonenkugeln drin. Also wir sollten hier auf jeden Fall nochmal durchlooten dann. Natürlich jetzt die Lagerkiste nicht mitgenommen. Hast du so? Ja, ich mache jetzt hier gerade. Hol ich's mal. Doch. Dann lass uns mal runtergehen. Yep. Was ist denn das hier wieder? Wieso komme ich hier nicht? Muss ich wieder hier 100 Jahre umher eiern? Okay, hier am Steg ist noch Essen nachher. Ja, es ist auch in der einen Kiste sind noch Kanonenkugeln. Kommst du? Ja. Ich habe eine Dingsbumsgranate mit gefunden. Das werde ich alles alleine machen. Na gut, dass du es wieder löschen kannst. Frage, was passiert, wenn ich die Maustaste länger gedrückt lasse, rastet er dann komplett aus. Dann beißt er vorne die Zündschnur so kurz, dass er. So, was haben wir denn? Wir haben Fledermaus oder Eule. Ne, Fledermaus, Eule.
Du meinst, du willst das nicht direkt hinter dir im Rücken haben? Das hier hinstellen oder so. Achso, ja. Du sagst, was wir haben? Den Vogel haben wir hier hinten, also rechts vorne. Dann hinten haben wir den Pfeil. Hinten links. Jetzt dreht sich jetzt alles nochmal. Warte mal. Also Schildkröte, Fisch sehe ich. Dann haben wir jetzt den Vogel hinten links. Den Bären vorne. Fuchs haben wir nicht, oder? Warte mal. Guck mal. Achso, hier oben gibt es ja auch noch welche. Die sehen wir ja gar nicht, gell? Ja, hier oben sind keine. Also die brauchen wir schon mal nicht zu beachten. Oh, die Eule habe ich jetzt schon mal eingeloggt. Den Fischhammer vorne rechts. Und die Schildkröte hinten rechts. Okay. Geht das schon auf, ja? Eine Eule ist vorne. Einer, da müssen wir ja drei Stück. Ja gut, aber wir brauchen ja erstmal die anderen, ne? Ja, ja. Ja, die Kiste mal hier hin bei dir. Schildkröte geht auf? Ja. Hinten rechts? Mach ich. Kann ich da schon weiter drin, ne, gell? Ich glaube ja. Mach ja? mal. Den Vogel? Brauchen wir den Vogel? Sag ich mal. Ja. Hast du die Schildkröte leer? Ja. Das war jetzt hinten links, oder? Ist schon weiter drin. Spinne haben wir nicht. Nein, Spinne brauchen wir nicht. Wir brauchen den Bären oder den Fisch. Ledermaus brauchen wir auch für vorne. Ja. Pfeil haben wir nicht mehr, oder? Nee, brauchen wir nicht mehr. Da ist der Bär. So, Bär ist offen. Ja, kannst du weitermachen. Das ist der Schmetterling, der wäre aber jetzt für vorne. Wir haben aber noch nicht, der Fisch fehlt noch, ne? Der Fisch fehlt noch, ja. Also Schmetterling mache ich jetzt mal noch nicht auf. Nee. Aber ansonsten haben wir dann alles, oder? Mhm. Nur noch der Fisch. Leder brauchen wir nicht, ne? Nö. Na komm. Der Fisch, der ist... Also. Wann soll denn das Gothic rauskommen? Nächstes Jahr. Frühjahr oder so. Oder zweites Quartal 2025. Okay, also ist noch ein bisschen hin. Aber ich habe jetzt gesehen, es gibt eine Unreal 5 Conversion von Gothic 1. Das werde ich mir mal angucken. Mhm. Also von dem Original. Ja. Da ist er. Mhm. Hallo. Wir haben das eine Mal, als wir es durchgespielt haben, haben wir uns quasi durchgeglitscht, mehr oder weniger. Hä? Na, der gehört vielleicht nicht dazu, da unten. Ja. Doch. Nee, der gehört nicht dazu. Da ist keine Linie dran, bei dem unteren Stern. Das... Hallo. Jetzt hat er. Ja, du musst mit der Mitte drüber. Vielleicht nicht, ja. Wenn du nur mit dem Lichtkegel, sondern du musst mit der Mitte vom Lichtkegel auch den Stern treffen. Ja, das ist ein bisschen... Tricky? Ja,